Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Castlevania Porch of Ruin. Ja, wir haben letztes Mal den grünen Schleim besiegt, den dritten Boss in Folge in einem Part. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir wählen sie aus, da wir vorhin haben wir uns ja extrem auf sie verlassen. Und ja, ihr seht schon, das neue Buch Don Quixote beschwört den ganzen Ritter, der am liebsten gegen Windmühlen kämpft, die er eigentlich für Riesen hält. Ja, okay. Ich denke, ihr solltet Don Quixote kennen, vielleicht. Und wir haben eine Partisane, einen Waffenstock mit Bretterklinge. Schauen wir uns gerade mal an. Ja, nicht bei ihr. Ah, das wäre dann ein Speer. Ja, zumindest so etwas wie ein Speer. Aber da gefällt mir die Axt doch besser. Aber wir wollen ja ein bisschen bei ihr bleiben. Oh. Der ist schwach gegen Wind. Okay. Ja. Und es geht weiter. Jetzt sind wir in einer Höhle. Und hier geht es auch weiter. Das war gemein. So, Eisen. Nein, wenn es mit Eisen geschrieben wird, dann ist es nicht für sie. Es sind für ihn viel mehr Verteidigung. Und da haben wir wieder diese Schützen. Okay, ich werde hier gerade ein bisschen von den Gegnern überrannt. So, jetzt haben wir... Ich glaube, das war für sie. Kann ich mir zumindest vorstellen. Oder auch nicht. Okay. Ich hätte nachschauen sollen, was es überhaupt war. Hier haben wir die Offensivform. Ja, jetzt habe ich die auch mal gefunden. Ja, sie kann die Sandalen haben, wenn er sie nicht mehr braucht. Habe ich gerade so entschieden. Aber das... Ja, hier, Non-Habit. Defensiv hoch. Ja, das... Wie viel hat uns das Minus gebracht? Ja, bei der Intelligenz ein bisschen dafür, sonst hoch. Gut, ja. Natürlich, was ist denn die Aggressiv? Ah, Stärke plus. Dass die in der Höhle Staub saugen? Hey, Leben regenerieren. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind. Je, noch eins. Man kann auch immer mehr Sachen mitnehmen. Zur Not kann man sie verkaufen und teuer gegen... nicht teuer gegen Tränke eintauschen, aber gegen Tränke eintauschen. Du legst dich mit Don Quixote an. Also wenn ich eins hätte, sowas könnte, oh je, ich wäre noch mehr am Lesen. Aber dann würde mir es noch mehr gefallen. Von Stephen King. Oder auch nicht, nein, wahrscheinlich nicht. Oh, wir haben hier ein neues Bild. Müssen wir es betreten? Sollen wir uns dem Horror stellen? Oder sollen wir diesen Part noch damit verbringen? Ja, komm. Wir verbringen diesen Part noch ein bisschen das Schloss weiter zu erkunden. Und gehen dann sofort im nächsten Part wieder hier zurück. Also,
Ich weiß nicht, wo ich aufhören werde in diesem Part. Ich werde wahrscheinlich einfach aber wieder dann hier sein. Ich werde mich dann wahrscheinlich einfach zu diesem Speicherpunkt zurück teleportieren. Das dann vielleicht auch offline. Ich sehe dich auch. So, hier können wir nämlich auch noch rauf. Und ja, vielleicht finden wir sogar noch was, das es wert ist. So, lang genug mit dir gekämpft, er darf auch noch zum Zug kommen. Wir wollen ja fair sein. Okay. Bei den großen Gegnern bin ich mir nie sicher, ob ich sie jetzt schon angehen soll oder ob ich noch warten soll. Da haben wir wieder diesen... Au. Okay, das war ein Gegner. Es laggt gerade unglaublich. Neuer Zauber, neuer Zauber, neuer Zauber. Geistschub. Okay, damit können wir wahrscheinlich den Schaden erhöhen. Ich muss hier raus. Es laggt. Und es wird nicht besser. Wieso wird es nicht besser? Ich stehen bleibe. Und ist wieder okay. Ja, an manchen Stellen kommt Fraps einfach nicht mehr nach. Ja, genau. Wo ist sie jetzt hin? Was machen eigentlich diese Steinwürmer hier die ganze Zeit? Aua. Ich bin gestorben. Oh, verdammt. Game over. Da habe ich zu wenig auf die Leben geachtet. Detailwellen. Okay. Wieder hier. Ja. Okay, gehen wir einfach mal. Gehen wir jetzt hier nach unten. Für den Geistschub. Der ist nicht so wertvoll, meiner Meinung nach. Ich bin nicht eigentlich nicht groß der Typ, der Statuswerte erhöht. Wäre jetzt vielleicht beim grünen Schleim was vorhin noch hilfreich gewesen, aber auch nicht unbedingt notwendig. Ich würde sagen. Autsch. Ich bin mir. Wir beamen uns jetzt nochmal zum Händler hin. Schauen nochmal, ob wir da etwas Gutes kaufen können. Vielleicht gibt es ja noch was. Was kann ich für dich tun? Ja, das frage ich dich. Schlosskarte 2, habe ich die schon? Leeres Buch. Es wäre schlechter, okay. Fragen. Irgendwas wie Zauber oder sowas verkaufst du nicht? Schuriken. Hier, Felsrandale, Eisnadeln. Oder den Dartpfeil. Wir können uns noch extra etwas leisten. Jakuschuriken sind interessant, ist aber viel zu teuer. Die Eisnadeln können wir uns auch noch. Ach komm, mehr Magie ist immer gut. Schauen wir uns gleich mal an, was das. Mit Felsmagie zu Sneak.
So, testen jetzt noch einen Gegner aus, danach können wir speichern gehen. Okay. Wenn er treffen würde, wäre es ein starker Attacke. Wenn das für Team nicht wäre. Ja, mein Vater, nee, nee, ouch. Ja, und dann würde er dieses Spiel nicht so verdammt lenken. Gut, jetzt hat sich's wieder. Ja, okay. Wir beamen uns zurück. Gehen speichern, beenden diesen meiner Rechnung nach doch recht kurzen Part. Ha, für so einen oben nach unten Kampf ist es doch recht geeignet. Jetzt hört's bitte auf. Gott. Es laggt furchtbar. Ja. Eppa. Gut. Hier nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Wahrscheinlich doch recht früh, aber dann können wir dafür schön in die nächste Welt beim nächsten Mal gehen und sozusagen alles vom Anfang an sehen. So, ich würde sagen, das war's für heute mit dem Let's Play Castlevania Portrait of Ruin mit mir, Leviathan 2. Hoffentlich sind, ja, seht ihr auch, wollt ihr auch den nächsten Part anschauen. Aber wie auch immer, ich wünsche noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.